It is Friday, February 10th, 9 a.m. here in London, 12 noon in Syria and Turkey, where the death toll from Monday's earthquake has now risen to nearly 22,000. Die Zahl der Todesopfer ist dramatisch nach oben gegangen. Mittlerweile gibt es mehr als 21.000 Tote zu vermelden. Die Einsatzkräfte rufen immer wieder die Angehörigen auf, die sich vor den eingestürzten Gebäuden befinden. Rufen sie dazu auf, still zu sein, um lokalisieren zu können, von wo Klopfgeräusche kommen, von wo vielleicht auch ein Schrei zu hören ist. Die Situation ist einfach katastrophal. Man sieht hier auch das Ausmaß dieses Erdbebens. Hunderttausende haben ihr Zuhause verloren. Aber das ist natürlich nicht so schlimm wie all jene, die hier ihre Kinder, Frauen, Männer verloren haben. Wir schalten jetzt zu unserer Kollegin Samar, die sich in den betroffenen Gebieten umgesehen hat. Bitte gib uns einen Lagebericht. Absolutely, Bianca, but extraordinarily now entering the fifth day after this in this crisis, we are still seeing people being pulled out alive. Auch nach fünf Tagen, man kann es hier wirklich nicht glauben, gelingt es den Rettungskräften, noch Menschen lebend aus den Trümmern zu bergen. Das hat der Fall der 16-Jährigen gezeigt, die nach 80 Stunden gerettet werden konnte. Solche Fälle werden natürlich leider immer seltener, aber es gibt sie Gott sei Dank noch. Und man muss an dieser Stelle natürlich auch dazu sagen, die Rettung gestaltet sich oder nimmt auch deswegen so viel Zeit in Anspruch, weil die Bedingungen einfach unheimlich schwierig sind. Erschwert wird die Lage durch die Wettersituation, Temperaturen um den Gefrierpunkt herrschen hier und dann muss natürlich auch mit äußerster Vorsicht vorgegangen werden. Die schweren Betonblöcke, Trümmer müssen hier teilweise mit schwerem Gerät abgetragen werden, können aber auch nur bis zu einem gewissen Teil abgetragen werden, denn dann müssen sich die Retter mit Schaufeln ganz vorsichtig vorarbeiten zu den vermuteten verschütteten Personen, um zu verhindern, dass diese verletzt werden. Aber die Retter, die geben hier nicht auf, auch wenn man eigentlich sagt, dass nach 72 Stunden jede Hilfe zu spät kommt. Man sieht an den wenigen Fällen, an den Wundern, dass auch nach 72 Stunden durchaus noch die Möglichkeit besteht, Menschen aus den Trümmern lebend zu retten. Und aus diesem Grund helfen die Menschen hier auch zusammen. Die Einsatzkräfte sind in einem unermüdlichen Dauereinsatz. Die ganze Welt beteiligt sich an der Unterstützung für die Türkei, für Syrien. Es werden unzählige LKWs mit Hilfsmaterial, mit Kleidungsstücken, mit Lebensmitteln, mit Medikamenten in die betroffenen Gebiete gebracht. Wir brauchen massive Support. And so I would be, of course, very happy if the Security Council could reach a consensus. Auch hier ging der Appell einmal mehr an die Länder, sich an dieser Unterstützung zu beteiligen. Es wird hier wirklich alles benötigt, von Medikamenten über Nahrungsmittel bis hin zu Decken. Yeah, and the need there just so great because of the effects of more than a decade of conflict. So how is that making the process even more difficult for your teams?
Hier spricht auch einer, der hier unterstützt mit seinem Team und spricht von der wirklich schwierigen Rettungslage. Es ist, er meldet sich hier aus Beirut, aus dem Libanon. And at the same time assessing the needs in those camps and around in the communities that were affected. Versucht hier auch zusammenzufassen, wie dramatisch die Situation hier wirklich ist. Es wurde alles zerstört. Es gibt natürlich auch nicht ein solches Equipment wie beispielsweise in der Türkei. Man versucht hier, hat versucht in kürzester Zeit Notquartiere aufzustellen, aber Syrien sind natürlich oder ja, Syrien wurde hier vor eine enorme Herausforderung gestellt. Syrien hat nicht unbegrenzte Mittel zur Verfügung. Deswegen ist hier auch die Situation in Syrien enorm angespannt.